Ja, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu meinem Vortrag Container, Orchestrierung und Service Mesh. Mein Name ist Andy Wirz und ich bin IT-Consultant bei der Firma ATIX in München in Deutschland. Unser Hauptthema ist die Automatisierung von Rechenzentren und die Unterstützung bei der Implementierung von Cloud-Native Services. Und die Themen Docker, Kubernetes und Istio sind dann auch Teil des heutigen Vortrags. Beginnen möchte ich meinen Vortrag mit einer kleinen Story. Vor einem Monat war ich in Indien und so schön das Land auch war, ich war auf einer Hochzeit, wie man es links oben sieht, habe sehr viele Tempel gesehen und war auf dem Color Festival. So schön das Land da auch war und all die schönen Erlebnisse, so schockiert und frustriert war ich doch über die IT dort. Also ich wollte eine Zugfahrt buchen und habe dann den Webservice aufgerufen, habe es einige Male probiert, bin immer aus der Buchung herausgesprungen oder herausgekickt worden. Es gab Funktionen, die ich gerne da hätte, die gab es aber nicht. Und ich bin auch öfters mal in Wartungsfenster gelaufen, die dann musste ich erstmal eine halbe Stunde warten, bis es da weiterging. Und dieses ganze Erlebnis war doch relativ frustrierend, so frustrierend. Also ich wollte ja Geld da lassen, ich wollte mein Geld ausgeben für Zugfahrt oder was auch immer und es war einfach nicht möglich. Und später bin ich dann umgestiegen auf wieder westliche Webservices wie Booking.com oder Want2GoAsia, weil die funktionieren einfach. Und im Nachhinein habe ich mir dann auch die Frage gestellt, was ist der Unterschied? Wieso funktioniert das dort nicht? Wieso ist die IT dort kaputt, zumindest von allem, was ich so erfahren habe? Und wieso ist sie hier eben nicht kaputt? Und so hatte ich dann nach meiner Reise ein paar Fragen, warum, also wie ist es möglich, dass zum einen hier die großen Unternehmen so schnell und so viele neue Features implementieren in ihre Webservices, wieso sind diese Webservices immer und auch direkt verfügbar. Und eine dritte Sache, wenn ich jetzt Booking.com anschaue und da hat sich die Oberfläche mal wieder gewandelt und ein paar Tage später ist sie wieder auf den alten Stand oder nicht mal temporär. Also ich sehe als User Andy eine andere Oberfläche als jetzt mein Kumpel. Also wieso ist es manchmal so, jetzt Booking.com ist nur ein Beispiel, das kennen wir auch von Facebook, das kennen wir von YouTube. Wieso sind Applikationen oder Services manchmal unterschiedlich für mich und andere sehen etwas ganz anderes? Und das sind so meine Fragen, die ich im Laufe der nächsten 25 Minuten gerne erörtern würde. Genau. Und zu diesen Fragen dann passend auch die drei Kapitel meiner Agenda. Einmal das Thema Microservices und Container, einmal das Thema Orchestrator und Kubernetes und dann drittens Service Mesh und Istio. Fangen wir mit Microservices an. Also wir hatten die Frage des Endusers, wie ist es möglich, dass so schnell neue Features hinzukommen bei den Services, die ich verwenden will. Und
diese Frage mal umformuliert in Wünschen eines DevOps-Mitarbeiters. Ich möchte N Deployments pro Tag. N kann dabei 1 sein, vielleicht besser 10 oder 100. Auf jeden Fall eine große Zahl. Und was will ich noch? Ich will Unabhängigkeit meiner Deployments von Hardware, von Software, von Betriebssystem, auf dem ich meine Applikation betreiben will, von anderen Applikationen, die auf dem Host laufen. Das ist nämlich alles notwendig, damit ich halt eben nicht in Abhängigkeitskonflikte gerate und überhaupt diese N Deployments, also sagen wir mal 10 Deployments pro Tag schaffen will. Und diese 10 Deployments, das ist einfach nicht so einfach möglich, eben weil vor 20 oder 30 Jahren eine Applikation von einem Entwicklungsserver auf einem Testserver zu schubsen und dann weiter zu pushen in Production. Dieser ganze Zyklus eines Features, früher, da konnte das mal gut und gerne Monate dauern und der Traum von mehr als einem Deployment pro Tag oder überhaupt ein Deployment pro Tag, das war ein sehr ferner Traum. Wieso war das so? Das hauptsächliche Limit da waren die Software-Monolithen. Man hat ein gigantisches Monster an Software mit vielen Prozessen, die sehr eng miteinander verzahnt sind. Und es ist einfach sehr schwierig, da die Features anzupassen und neue zu implementieren, weil eine Änderung kann den ganzen Code beeinflussen, wenn der nicht modular genug aufgebaut ist, und eine neue Version der Software dann zu deployen, kann dann auch Monate dauern. Und da dann die Idee aus dem Software-Monolithen mache ich Microservices mit dem neuen Paradigma, ein Prozess pro Applikation. Diese Microservices können dann über wohldefinierte API-Schnittstellen miteinander kommunizieren, und die Entwicklung und Implementierung von neuen Features ist dann wesentlich einfacher. Da laufe ich aber dann direkt in mein zweites Problem, wenn ich jetzt nicht mehr den Software-Monolithen habe, sondern unterschiedliche Microservices, die von unterschiedlichen Teams weiterentwickelt werden und unterschiedliche Bibliotheken brauchen, dann ist es sehr schnell so, dass von Bibliothek A wir unterschiedliche Versionen brauchen, dass es Konflikte gibt in den Versionen und dass es überhaupt nicht mehr möglich ist, diese unterschiedlichen Applikationen auf ein und demselben Host zu deployen, eben wegen gemeinsam genutzter Bibliotheken. Es ist undurchsichtig, es ist fehlerbehaftet, und unser Deployment der unterschiedlichen Microservices ist abhängig von Hardware, von Software, von Betriebssystemen, von anderen Applikationen, die sich einfach gegenseitig in die Quere kommen. Und da kommt jetzt die Idee der Container ins Spiel. Wir packen einfach unsere Applikation gemeinsam mit allen Bibliotheken, die wir zum Laufen dieser Applikation brauchen, in einen Container. Der ist schön isoliert vom Host und von anderen Containern, und wir haben die gewünschte Unabhängigkeit und Isolation, die es uns dann ermöglicht, möglichst schnell und unabhängig neue Applikationen zu entwickeln und zu deployen. Also, was sind die neuen Möglichkeiten durch Container? Einmal Geschwindigkeit für Entwickler, für Test und fürs Deployment, und eine Isolation, die es ermöglicht, dass ich hier einen
Container und eine Applikation entwickle und am anderen Ende der Welt kann ich sie deployen ohne große Anpassungen und vollkommen unabhängig, welche Hardware am anderen Ende der Welt ist, welches Host-Betriebssystem dort ist. Es ist lediglich der Kernel, der genutzt wird und solange es beispielsweise ein Linux-Container ist, dann sollte am anderen Ende der Welt auch ein Host sein mit Linux-Kernel. Genau, und wenn wir jetzt oben rechts sehen, wie wir versucht haben, eine neue Version der Applikation von Entwicklung zu Test und möglichst schnell dann von Test zu Produktion zu pushen, so war das eben sehr schwer möglich aus zwei Gründen. Erstens, es war eine riesige Applikation und bis die halt in den unterschiedlichen Stages läuft, war das sehr, sehr mühsam. Das heißt, in grün unten die Container, das ist wieder dieser Microservice, also ein wesentlich kleineres Feature und eine wesentlich kleinere Applikation. Deswegen geht es schon mal schneller. Und zweitens die Isolation, dass wir keine Abhängigkeitskonflikte mehr haben und uns da halt nicht mehr auf Bugfixes und so weiter konzentrieren müssen. Gut, die zweite Frage, die unser End-User hatte, warum, beziehungsweise wie ist es möglich, dass mein Service einfach immer läuft und super schnell zur Verfügung steht? Und diese Frage würde ich gerne übersetzen für unseren DevOps-Mitarbeiter zu zwei Sachen. Erstens, ich will, dass mein Service immer up and running ist, also immer läuft. Und zweitens, ich hätte auch gerne, dass meine Server möglichst gut ausgelastet sind. Genau, und jetzt ist das vielleicht etwas übertrieben dargestellt auf der rechten Seite, dass der Host sehr groß ist und der Container sehr klein und die Auslastung sehr gering. Aber es ist halt jetzt die folgende Limitierung, und zwar, dass wenn ich jetzt nur Docker verwende und nur händisch oder meinetwegen gerne auch automatisiert mit Ansible Container deploye, dann ist es immer noch ein ziemlich statisches Deployment. Das heißt, wir definieren im besten Fall Limits für die Ressourcen, die ein Container verwenden darf. Sonst könnte der Container ja den ganzen Host quasi übernehmen und sämtliche Ressourcen des Hosts nutzen. Das heißt, wir geben Limits mit. Der Container, er nimmt sich, was er braucht, eben bis zu diesem Limit. Aber dadurch, dass wir Limits mitgeben, werden wir ihn also nie mit einem statischen Deployment den Host vollkommen ausreizen. Dadurch kommt es zu einem signifikanten Overhead, also sehr viel Leerlauf. Und auch unser ganzes Deployment ist gar nicht abhängig davon, wie sehr unser Service denn eigentlich beansprucht wird. Und ja, letztlich müssen wir manuell skalieren. Und ja, wenn wir das großskalig machen wollen, dann ist das ein mühseliger Aufwand. Und daher die Idee, wir verwenden einen Orchestrator, der das macht. Für uns zum Beispiel Kubernetes. Kubernetes als das Tool, das sich jetzt als Industriestandard für Container-Orchestrierung erwiesen hat. Zwei Dinge sind hier sehr wichtig. Einmal die Abstraktion der Ressourcen. Jetzt reden wir eben nicht mehr auf Host-Basis, sondern wir sammeln die Hosts ein und formen sozusagen eine Cloud, wenn man so will. Also ähnlich wie ein vCenter von VMware
physikalische Maschinen einsammeln würde und wie man dann virtuelle Maschinen spawnen könnte, wäre jetzt Kubernetes derart, dass virtuelle Maschinen eingesammelt werden und mit diesen Ressourcen, diese Ressourcen dann quasi die Cloud sind und wir nicht mehr von einzelnen Hosts reden und uns auch gar nicht interessiert, auf welchen Hosts die Applikation letztlich läuft, sondern Kubernetes würde einfach die Applikation, wenn gewünscht, die Instanz erstellen und deployen. Genau. Und wir nennen jetzt im Rahmen von Kubernetes eine Instanz von einem Container ein Pod. In dem Fall können wir noch sagen, Pod ist sowas Ähnliches. Nachher werde ich das etwas genauer definieren, aber für den Fall jetzt einfach mal das Wort Pod können wir gleichsetzen mit dem Applikationscontainer. Genau, Kubernetes wäre dieser Orchestrator und der könnte dann für dynamisches Scheduling von unseren Pods sorgen. Und wir definieren einfach im Sinne von Infrastructure as Code unseren gewünschten Zustand. Wir sagen, dass wir 5 Replikas von unserer Applikation haben wollen und unser Orchestrator Kubernetes würde überprüfen, wie denn der Ist-Zustand ist und gegebenenfalls Anpassungen tätigen, wenn der Ist-Zustand dem gewünschten Zustand nicht entspricht. Das war jetzt ein hart eingecodetes Beispiel, wo ich einfach vorgebe, ich will 5 Replikas, aber ich könnte das auch anders machen, indem ich einfach sage, wie sehr sind meine Pods ausgelastet und falls sie sehr ausgelastet sind, dann mache bitte ein Autoscaling meiner Pods. Das heißt, hier kommt nochmal mehr Automatisierung hinzu. Eine zweite Sache, die ich sehr gerne hätte, wäre, dass meine Applikation ständig läuft, auch wenn ich sie updaten will. Das ist ein nicht so trivialer Task, aber da kommt Kubernetes auch mit tollen Methoden. Also Fall 1 wäre halt der nicht so gute Fall, ein Update, wo ich ein paar Sekunden oder Minuten eine Downtime meines Services habe. Und das wäre, wenn die folgende Reihenfolge ist. Ich habe meinen Pod der Version 4.3.20 und ich kille erstmal alle Pods und dann deploye ich die neuen Pods der Version 4.3.21 und im Anschluss habe ich dann zwar meine Applikation geupdatet, aber ich hatte für einen kleinen Zeitraum eben diesen Service nicht mehr zur Verfügung. Da kommt Kubernetes aber mit der Methode der sogenannten Rolling Updates. Das heißt, hier müssen wir einfach nur die Reihenfolge ändern. Wir sorgen immer dafür, dass die gewünschte Anzahl an Pods zur Verfügung stehen, sei es jetzt in der alten oder in der neuen Version. Und wir erzeugen zunächst die neuen Pods und checken dann, ob diese bereit sind. Und sofern sie bereit sind, werden die alten gekillt. Und dadurch haben wir keine Downtime. Das heißt, wir haben als neue Möglichkeiten vor allem jetzt erst einmal gewonnene Effizienz. Wir haben unsere Hardware abstrahiert. Wir reden nicht mehr auf Hostbasis, sondern fassen sämtliche Hosts zu einer Cloud zusammen. Und wir können auch mehrere Services in dieser Cloud, in dieser einen Cloud jetzt nutzen und so die Hardware möglichst gut ausnutzen. Das nächste, was wir gewonnen haben, ist Automatisierung.
Wir können skalieren in Abhängigkeit von den Aufrufen unseres Services. Wir können Self-Healing ist ein Self-Healing ist ein großer Teil von Kubernetes. Das heißt, wenn doch einmal etwas schief geht und ein Pod abstürzt und nicht mehr funktionsbereit ist, dann würde Kubernetes das automatisch merken und würde diesen Pod terminieren und dann sehen, aha, mein Ist-Zustand ist nicht mehr gleich meinem Wunschzustand oder Sollzustand und er würde Korrekturmaßnahmen herleiten, also einen neuen Pod deployen, sodass am Ende wieder der gewünschte Zustand erreicht wird. Wir haben Updates ohne Downtime und mit Automatisierung kommt dann auch immer wieder Standardisierung und Reproduzierbarkeit hinzu. Kommen wir zur dritten Frage unseres End-Users. Wieso schaut mein Service manchmal bei mir anders aus als bei meinem Kumpel? Hier hat der DevOps-Mitarbeiter viele, viele Fragen noch und viele Fragen, die auch gar nichts mit der Frage des End-Users zu tun haben. Also der DevOps-Mitarbeiter hat eine breite Wunschliste. Denn er hat jetzt ein Monster vor sich, Kubernetes, er hat tausende Pods deployed, vielleicht Millionen Pods deployed und hat überhaupt keine Übersicht mehr, wie es in diesem großen Netzwerk an Pods überhaupt aussieht, welcher Traffic zwischen den Pods vorhanden ist. Also was Kubernetes sehr gut kann, ist unsere Nutzlast, unsere Workload zu deployen, dafür Sorge zu tragen, dass sie immer vorhanden ist, das ganze Self-Healing. Aber Kubernetes bietet leider sehr wenige Ressourcen, um das ganze Traffic-Management zu machen und überhaupt mal eine Übersicht über den Traffic zwischen den Pods zu visualisieren. Das heißt, mein DevOps-Mitarbeiter wünscht sich erst einmal die Möglichkeit der Visualisierung meines Traffics zwischen meinen Services. Die zweite Sache, wo der DevOps-Mitarbeiter vielleicht, wo es ihm graust und er gewissermaßen ziemlich zurückhaltend ist in der Benutzung von Kubernetes. Ja, ich habe zwar jetzt all die Pods, aber ich würde sehr, sehr gerne auch den Zugang von gewissen Pods zu anderen Pods beschränken. Aber ich habe irgendwie keine Ahnung, was wirklich da in dieser Cloud passiert. Da würde ich gerne Regeln aufstellen. Das Dritte, was unser DevOps-Mitarbeiter sehr cool fände, ist Verschlüsselung der Kommunikation zwischen den Pods, weil ja, das sieht ja jetzt wie eine Cloud aus, aber letztlich haben wir ja gesagt, unsere Hardware ist hier abstrahiert, das heißt Teile der Cloud können hier in Graz stehen, Teile der Cloud als Server in München und dass da zwischen den Pods, die einmal in Graz und einmal in München deployed sind, jetzt halt unverschlüsselte Kommunikation herrscht, ist vielleicht nicht so cool. Und der vierte Punkt, meines DevOps-Mitarbeiters, der hat jetzt schon wieder was zu tun mit der Frage vom End-User. Wie wär's, also das ist dann eher das Sahnehäubchen im Traffic-Management hier. Wie wäre es denn, wenn ich einige meiner User zu Beta-Testern meiner Services mache? Sodass ich dann weiß, ob meine neuen Services, ob meine neuen Features dann überhaupt beim Kunden ankommen.
Also, das Limit Nummer 1 an dieser Stelle wäre, dass wir eine große Cloud haben, möglicherweise mit Millionen Containern darin, und wir einfach die Übersicht verloren haben, wer mit wem kommunizieren kann. Aber auch schon bei diesem einfachen Beispiel, wo ich nur 3 Pods angemalt habe, fände ich es ganz cool zu sehen, zu visualisieren, wer denn mit wem funkt, wer mit wem kommuniziert. Und ich kann, wenn das jetzt nur ein Beispiel von 3 Microservices sind, dann kann ich zwar auf der einen Seite im Vorfeld mich informieren und wissen, wie es sein soll, aber trotzdem sicher gehen kann ich nicht, dass es wirklich so ist, wie es sein soll. Also ich hätte gerne diese Sicherheit von Seiten meines Tools, und das kann dann Istio, das Service Mesh, bieten. Es kann die Kommunikation, den Traffic visuell darstellen im Rahmen eines Deployments. Den Traffic habe ich an der Stelle mal mit gelb-orangenen Pfeilen dargestellt, und die sind dann das Ergebnis der Einsammlung von Telemetriedaten. Ich habe gesagt eingangs, dass wir zunächst einmal Pods und Container gleichstellen. Das war eine Vereinfachung. Pods können einen Container beinhalten oder mehr als einen Container beinhalten. Es ist die kleinste Einheit, mit der Kubernetes arbeitet. Und so macht sich dann das Service Mesh Istio. Das Service Mesh Istio macht sich diesen Umstand zunutze und tut dann ein Proxy als Sidecar implementieren, der die gesamte Kommunikation zwischen den einzelnen Pods übernimmt. Das heißt, unser Applikationscontainer in blau, er kommuniziert über Localhost mit dem Proxy, und nur die Proxys kommunizieren unter den Pods untereinander. Genau. Und diese Telemetriedaten, die die Proxys dann einsammeln, werden gesendet an den Mixer, und dieser Mixer bietet dann die Daten, um meinen Traffic zu visualisieren. Ich sehe gerade, dass ich mit meiner Zeit am Ende bin. Da will ich dann nur mal kurz zusammenfassen. Also zusammenfassend möchte ich nur mal sagen, wir haben jetzt im Vergleich von vor 10 Jahren sind wir ziemlich schnell, ziemlich weit gekommen mit den Prinzipien Microservices und Containern, vor allem durch die Marken jetzt und die Projekte Docker und in Zukunft dann Creo. Was Container-Orchestrierung angeht, sind es vor allem Kubernetes und OpenShift. Und was das Service Mesh angeht, da ist die Schlacht noch nicht gewonnen. Also da ist es noch, das ist noch ziemlich neu, das ist noch ziemlich offen. Also ob da Istio das Rennen macht oder Linkerd oder ein drittes Tool, das kann ich an der Stelle noch nicht sagen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und jetzt bin ich bereit für Fragen.